Wir haben ganz genau gelesen, was ihr geschrieben habt. Und heute müsst ihr mal ganz genau zuhören. Hey Michi. Hey Enrico. Was für ein Versuchsaufbau, denn wir haben ganz genau gelesen, was ihr uns geschrieben habt. Das war eine Wahnsinnsfolge und ich spreche natürlich von der Ist Modeling 2023 immer noch Genau, also wie schön, dass ihr alle reingeschaut habt und euch das gut gefallen hat. Und da haben wir ja natürlich nur geredet und heute wollen wir mal was hören. Ja? Und zwar, wir haben Folgendes für euch vorbereitet. Wir haben meinen wunderbaren Mesa Boogie Electrodyne, wo ich finde, dass der echt einen ganz guten Clean Sound hat. Ja, sagen wir, wie es ist. Das ist ein neues Teil, was du dir ja zugelegt hast. Klingt mega, Leute. Also ehrlich, muss sagen, Michi hat immer ein Händchen für solche Sachen. Ja, ich, wenn solche Sachen kaufe, auch gebraucht, sind sie jetzt wieder kaputt, gehen nicht oder immer irgendwas. Und er kommt dann und hat für einen echt fairen Preis dann irgendwie so ein Teil. Bin total dankbar. Mhm. Der Andreas hier, ich glaube, das war toll. Super Sache. Und ich finde, der klingt wirklich richtig geil. Ja. Und ich habe natürlich gleich gedacht, ist ja logisch. Das ist ja Röhre. Genau. Also. Und das ist jetzt die Gelegenheit, mal zu sehen. Also was wir wirklich wollen jetzt, ist das, worauf alle wahnsinnig gespannt sind wahrscheinlich. Das ist jetzt der Amp, so wie er klingt, ganz normal. Und den wollen wir jetzt profilen. Den wollen wir profilen, Leute. Genau den. Und dann wollen wir sehen, ob die Hosenbeine flattern. Oder? Mal schauen. Und wir machen das nämlich folgendermaßen. Wir werden jetzt mal einfach nur den Amp ohne den Lautsprecher profilen. Das heißt, der Witz dabei ist, obwohl hier ein Mikrofon davor steht, aber das ist ja nur, damit ihr was hört. Aber man kann diesen Amp mit Hilfe dieser lustigen Profiler, die iBox, nämlich nur ohne Box profilen. Das heißt, wir lassen den dann hier drin wohnen und wir hören dann über die gleiche Box den Camper ab. Also wir nehmen dann nur tatsächlich die Endstufe und den Amp vom Camper und ohne jetzt irgendwo Lautsprechersimulation. Und das geht direkt wieder in die gleiche Box rein und das hört ihr mit diesem wunderbaren Sennheiser-Mikrofon. Genau, also so genau wie es nur irgendwie geht, um das zu reproduzieren. Das heißt, also hier haben wir dann wirklich einen AB-Vergleich, den wir hier vor Ort nicht so einfach machen können, weil wir umstecken müssen und den Profiler auch dahin stecken, weil das Kabel von dem Lautsprecher dort etwas kurz ist. Das heißt aber, für euch werden wir das so machen, dass wir das dann praktisch gleich hintereinander machen, sodass ihr und wir dann in der Regie hören können, so klingt das jetzt hintereinander. Genau, also ihr könnt wirklich testen und ihr könnt gleich mal den Newsletter abonnieren und gleich mal reinschauen auch, weil da findet ihr schon ein hochaufgelöstes Wave-File mit genau diesem Test und wir sagen natürlich nicht, welcher Amp welcher ist, sondern das müsst ihr rausfinden. Ja, ganz genau. Also, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Es geht los, ja? Ich muss erstmal den Amp einschalten, weil wenn ich das gemacht hätte, gleich am Anfang hätten wir uns wahrscheinlich nicht verstanden. Ja, das ist ja so bei normalen Amps so. Das ist vielleicht eben auch mal ein Vorteil von dem ganzen Modeling-Zeug. Also die Nebengeräusche im Ruhezustand sind natürlich geringer. Also ihr hört jetzt wahrscheinlich ein leises Surren hier. Das ist jetzt der Amp. Aber ich meine, im Band-Kontext ist das hier vollkommen normal, würde ich sagen, ne? Absolut. Das ist im Wohnzimmer leicht irritierend, sage ich mal. Da ist der Camper deutlich leiser, nämlich einfach überhaupt nichts hört man da. Ja. Aber das ist jetzt mal einfach, und der Amp ist jetzt nicht wahnsinnig weit aufgerissen. Mhm. Ich sage jetzt mal, es ist alles auf 12 Uhr. Der Volume ist, sage ich mal, auf 2 Uhr. Ja. Der Volume ist in dem Fall eigentlich sowas wie ein Gain-Regler, kann man sagen. Mhm. Und das Master-Volume ist allerdings auf 8 Uhr ungefähr. Weil sonst ist es einfach schon deutlich zu laut hier drin. Ja, dann müssten wir praktisch ins Nachbardorf und von dort aus remote-mäßig das Ganze steuern, weil das ist schon wirklich ganz schön laut und für das Profiling, was ja dann auch geräuschmäßig wirklich, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt ein
Genuss ist, haben wir natürlich unsere Earplugs, damit wir hier sitzen bleiben können. Ansonsten bräuchte ich hier eine Packung Kleenex um das Blut, was hier dann rund... Genau. Ist ja ordentlich, oder? Ja, das ist wirklich nicht, nicht angenehm, nee, muss ich sagen. Aber ich lasse euch jetzt einfach noch mal kurz hören. Ja? Mhm. So finde ich es wirklich, mit der Strat klingt das Ding wirklich richtig geil. Ja, und wir müssen gut noch eines sagen, entschuldige, ja, dass wir das Ganze auch aufnehmen, mhm, mit einem Looper. Das heißt, was der Michi jetzt spielt, wird mit einem Looper aufgezeichnet, damit auch keiner kommt und sagt, ja, aber der Anschlag war dann beim zweiten Mal stärker als wir, sondern das, was jetzt zum Profilen hergenommen wird und was wir jetzt überhaupt hören als Originalsignal, ist das, was wir dann einmal auch loopen, damit das immer das Gleiche ist. Ganz genau. Das wird natürlich nur ein Ausschnitt davon sein, vielleicht, damit man irgendwie gut hin und her schalten kann. Aber es wird spannend. Ich spiele meine Runde. Ihr könnt mal ein bisschen lauschen, wie der Amp klingt. Ich, ja, finde, es klingt grandios. Ja. Auch dieser Mesa-Speaker, der da drin ist, dieser MC90. Ganz runder, wahnsinnig ja, irgendwie runder und raumfüllender Sound, das wollte ich eigentlich sagen. Wir probieren es mal, oder? Und zwar Looper an und ich spiele mal ein bisschen. Ja, es ist jetzt schon so, dass ich eigentlich einen reingetan habe. Also es föhnt hier schon ganz schön. Ja. Aber es ist gigantisch. Was mir total gut gefällt, ist diese auch raumfüllenden Bässe. Also er hat untenrum richtig schön was und... Ja. Finde ich auch. Irgendwie haben die es raus, glaube ich, auch die Größe von diesem Cabinet und dem Speaker da in der Mitte, dass es irgendwie... Also ich habe am Samstagabend zum ersten Mal live gespielt damit und ich konnte eigentlich kaum glauben, wie viel Bass das Teil produziert hat. Mhm. Also war so neben mir D-Flex davor, guter Sound auf mich. Auch niemand hat so groß jetzt sich beschwert in der Band, dass es irgendwie zu laut gewesen wäre. Es war wahrscheinlich die Sängerin. Das... Gott sei Dank war die total nett zu mir. Und hat nur beim Aufbauen hat sie gesagt, du, wir wollten doch heute, eigentlich ein kleines Setup war ausgemacht. Und High Stomp und so und kleine Multimedia. Ich meine, es ist ja, also ganz ehrlich, es ist ja jetzt kein großer Amp, oder? Es ist nicht riesig. Aber nein, was vielleicht noch ein, sagen wir mal, ein bisschen ein Showstopper ist, ist der ist ganz schön schwer, ne? Ja, also das war ja etwas, was auch in der Community so diskutiert wurde. Ja, Gewicht und so und das natürlich Joe Bonamassa würde das trotzdem schleppen, auch wenn er jetzt nicht so bekannt wäre, wie er ist. Mag sein, aber wenn du den mal hier ins Studio getragen hast, dann denkst du dir, hoffentlich ist der nächste Gig ebenerdig und nicht irgendwie im zweiten Stock ohne Aufzug. Weil das ist schon echt... Ja, es ist schwer. Ich meine, ich versuche alles zu rollen, was gerade noch geht, aber trotzdem... Aus dem Auto raus, die Treppe runter. Ins Auto rein. Oh. Muss nicht sein, ja. Aber was sind das? Ich würde sagen 28 Kilo. Mit Sicherheit, ja. Also wahrscheinlich eher so 30, aber die Küchenwaage geht nicht so weit. Mhm. Auf alle Fälle, ja, das ist eben das große Ding, ja. Wenn ich jetzt sage, hey, ich will einfach nur die 5 Kilo schleppen oder nur den HX Stomp oder den Fraktal. Absolut, also das spricht schon mal deutlich dafür. Genau, also das konnten wir jetzt hiermit auch, also die Gewichtsverteilung spricht zugunsten des Modeling-Amps und da können wir sagen, schon mal ein Pluspunkt für Modeling. Ne? Auf jeden Fall. Mhm. Also man weiß, was man getan hat, wenn man das Ding mal geschleppt hat. Okay. Jetzt ist es so, jetzt habe ich hier mal das Profiling angewählt, ja? Mhm. Und jetzt werden wir Folgendes machen. Jetzt den Return-Level setzt der automatisch, wir lassen es einfach mal durchlaufen. Ja? Jetzt zieht euch warm an, weil das wird richtig, es wird jetzt nicht schön, es ist kein Wohlklang, was da rauskommt. Nee, ich zieh jetzt auch schon mal hier auch das zweite Teil hier rein. Und wichtig ist jetzt, so, wir werden hier jetzt ein cleanes Profile machen, no Cabinet, also ohne Lautsprecher wird es geprofiled, weil tatsächlich diese Profile, die iBox, zwischen Lautsprecher und Amp steckt. Also es ist so, dass der
Lautsprecherausgang wird verbunden mit der DI-Box vom Amp, ja, und der Lautsprecher wird auch an die DI-Box angeschlossen und hier wird so ein XLR-Signal dann abgezweigt hierhin, das scheinbar ordentlich reduziert ist von der Lautstärke, damit der hier nicht explodiert. Hast cool. du was gesagt? Ein bisschen. Unwichtig. Dann würde ich sagen, los geht's. Boah, ey, also die letzten, die sind schon wirklich, oder? Ich sag mal, das in der Mitte kommt immer so ein Meeresrauschen, das finde ich echt cool. Ja. Da entspanne ich gerade so und dann kommt die Eisenbahn direkt neben meinem Ohr, die macht dann so ratatatata. Ja, ja, genau, das ist wirklich unangenehm, muss man echt sagen. Ja. Aber das Profile ist jetzt hier fertig und ich werde das mal abspeichern und dann werden wir gleich mal umbauen und unter natürlich Beaufsichtigung. Ach ja, wir haben natürlich hier einen Notar. Sag mal was. Ja, genau. Er ist einverstanden mit dem Aufbau und er überwacht das auch alles. Nicht damit jemand irgendwie kommt und sagt, ja, ihr habt aber dann, und das ist ja nicht, ne, könnt ihr euch dann das schriftlich von unserem Notar geben lassen, das alles mit rechten Dingen. Ne, wir haben alles so sauber gemacht wie möglich. Jetzt ist das Profile hier drin, ohne Cabinet, nur der Amp. Das wird jetzt abgespeichert und dann stecken wir das gleich mal um. Musst du noch nicht das Feintuning machen noch kurz? Oh, stimmt. Ja. Du hast völlig recht. Ja. Es muss Feintuning gemacht werden. Genau, ich mach mal wieder an hier, oder? Gut, dass du dran gedacht hast. Wir refinen jetzt. Ja. Da heißt es immer, man soll irgendwie so kurze, prägnante Sachen spielen, auch mal dissonant. Auch oder dissonant, ja. Also probier's mal aus. Genau, was jetzt kommt dann. Das weiß ich genau. Ja, das mit dem Modeling und Profiling, aber was hat denn der für Chords gespielt? Okay, diese Folge, da geht es jetzt ums Modeling, Leute. Das mit den Chords gibt es auch genau. Bald, aber woanders. Genau. Genau. Sehr gut. Refined haben wir. Cool. So dissonant war es nicht. Ja, ich kann so dissonant kann ich gar nicht spielen. Das liegt nicht in meiner Natur. Mhm. Safe. Store. Und okay. Jetzt wird umgebaut. Jetzt wird kurz umgebaut, gell? Das war jetzt eigentlich gar kein so Hexenwerk. Und was ihr jetzt bekommt, ist natürlich auch das Profile. Wenn ihr die Newsletter abonniert, dann könnt ihr auch das Profile vom Camper downloaden, das wir jetzt gerade hier unter eurer Aufsicht, unter Aufsicht unseres Notars geprofilt haben. Kriegt ihr. Einfach Newsletter abonnieren, dann gibt es den Download-Link für das Profile von diesem einen Sound. Ein schöner Clean Sound, weil da hat es ja auch mal irgendwie geheißen, ja, bei Clean Sounds oder so ist das ein Problem, weil also Clean Sound, das war vielleicht mal so, Also bei dem ersten Pod war es wirklich so, der Clean Sound war keine Ohrenweide. Vor allem die angezerrten Sounds fand ich, die waren auch ganz komisch. Ja. Also, was schon immer ganz gut geklappt hat, waren die super High Gain Sounds. Mhm. Die waren eigentlich immer so, dass du gesagt hast, hey, das kann man machen. Besser als in echt manchmal sogar. Man denkt ja, so richtig, so kriegt man das vielleicht gar nicht so richtig hin.
Genau. Ja, aber da, deswegen hier ein wunderbarer Clean Sound vom Mesa Electrodyne. Mhm. Oder Electrodyne heißt der, glaube ich. Genau. Elektra. Das ist eine Sie. Das ist eine Sie. Das ist kein Aim, das ist eine Sie. Ich finde es total in Ordnung. Darum. Ja. Sie klingt gut. Okay. Jetzt. Jetzt feuern wir das ab, was ich vorher gespielt habe auf den Lupe. Und mal schauen, was jetzt passiert. Ich würde jetzt nicht wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, um da eine Wette abzuschließen. Was heißt das? Das ist bitter. Das ist echt bitter. Mhm. Weil, man, also, jetzt der Höreindruck. Also, alles, was jetzt hier irgendwie an die Wadeln föhnt, das unterscheidet sich hier. Also, gut, wir haben jetzt ein bisschen Pause zu dem, was original war. Okay, wenn jetzt wirklich jetzt die Nerds kommen und sagen, ja, aber ihr, ja, stimmt, aber das, also ich da fehlt mir nichts. Ne? Das Volumen kommt jetzt mal hauptsächlich von dem Speaker und der Box. Mhm. Ja, klar, wir können uns jetzt hinstellen und wirklich den Ampet anschließen und hin und her schalten und so. Kann man schon machen, aber ich bin ja immer der Meinung, wenn ich eine Strat höre und eine Les Paul höre, dann weiß ich auch nach 10 Minuten noch, was die Strat war und die Les Paul. Ja? Das ist einfach eine andere Welt, das ist eine andere Geschichte. Ja? Wenn ich mich aber jetzt hier hinstelle und sage, jetzt würde ich es gerne nochmal hören, ja? Dann ist es schon irgendwie eine andere Baustelle, finde ich. Ja? Also es ist auf alle Fälle ein druckvoller Sound, der jetzt vom Soundeindruck, finde ich, nicht jetzt extrem anders wie vorher. Ja, also das ist schon bitter, weil ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes. Wir haben ja jetzt diesen ganzen Prozess mal gezeigt, wie das funktioniert. Das ist eigentlich kein Hexenwerk. Mhm. Das kann man schnell und alleine ja selber machen, tatsächlich. Ja. Jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns von unseren Zuschauern und lassen noch einmal die zwei Sachen hintereinander laufen. Absolut, ja. Aber wir sagen nicht, in welcher Reihenfolge. Mhm. Ganz klar. Ich lasse mal einfach mal ein paar Sachen laufen, die man mit einem Beeper unterbricht. Und wir machen unter Aufsicht unseres Notars praktisch so ein Paket. Mhm. Und ihr dürft dann einfach dann sagen, welcher Amp dann gespielt wurde. Genau. Und ihr könnt es in die Kommentare unten schreiben. Ihr sagt einfach, was war der Mesa, was war der Camper. Ja. Ja? Und wir versprechen, dass wir das auflösen. Wir können es ja sogar im Newsletter auflösen. Im Newsletter zum Beispiel. Weil im Newsletter bekommt ihr, wenn ihr den abonniert, dann bekommt ihr natürlich das komplette Wave-File und nicht das, was irgendwie vielleicht komprimiert ist durch YouTube oder so. Freilich, nicht, dass wieder die Nerds kommen und sagen, ja, aber YouTube und das klingt dann alles gleich, weil es ja komprimiert ist und hin und her. Verstehe ich total. Ist vielleicht auch ein bisschen so. Ja, klar, ist vielleicht so. Wenn man sich für richtig audiophil hinsetzen will und die Kopfhörer aufsetzt, dann könnt ihr beide Signale miteinander vergleichen. Abonniert den Newsletter, dann bekommt ihr das. Und ihr bekommt dann auch die Auflösung stimmt. von unserem Ding. Und zwar einfach nächste Woche. So ist es. Ja. Also denn, viel Spaß jetzt noch beim Durchhören. Und wir sind gespannt auf die Vorschläge. Genau. Auf die Antworten. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Bis nächstes Mal.